Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Castlevania Lords of Shadow, Mirrors of Fate, Folge 5. Na geh. Geh mir nicht in Arsch. Sein so schwer. Ah. Da. Ui.
Nein! 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 Mensch, Mensch, Mensch! Licht, Licht aus! Neuer Level, neue Fähigkeit freigeschaltet. Du hast eine Bastiardenkarte gefunden, so wie noch andere in der Burg verteilt blieben. Neue Bastiardenkarte von Rechter gemacht. Obwohl er bereits seit vielen Jahren tot ist, verhindert der schreckliche Fluch, dass der Wächter der Nacht aus der Welt der Legenden scheidet. Sein einziger Daseinszweck besteht darin, die Fackeln und Laternen am Brennen zu halten, um Eindringlinge fernzuhalten. In Bekleidung seiner Sklaven schreitet er die Korridore der Burg ab, bis die Brise, die bei der Ankunft des eines neuen Büros Suchers aufkommt, sein kaltes, kostbares Licht wieder aufleuchten lässt. Auffüllen. Gibt's hier noch was? Hinter dieser Tür befindet sich das große animierte Schachbrett, das von Vampiren entwickelt wurde, um sich während der langen Nächte die Zeit zu vertreiben. Es heißt, von Zeit zu Zeit würden sie einen Menschen zum Spielen einladen. Wenn er gewinnt, wird er in einem Vampirclan aufgenommen. Wenn er verliert, aber wird er der Speisekarte hinzugefügt. Zimmer der Wache.
Hä? Level neue Fähigkeit freigeschaltet. Wieder wirbeln da Kettenangriff im Sprung mit einem Druck halt einfach ein Wesen von alles in der Nähe in den Ziel zielt und dann einfach unsicher Schaden zufügt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.